Und jetzt geht es um 300 Mitarbeiter und man muss innerhalb von einer Woche, sage ich jetzt, entscheiden, wie und mit wem das weitergeht. Also schneller kann man das nicht machen. Also, man muss sich nur mal überlegen, wie lange man braucht zum Auto kaufen. Und die kaufen da Unternehmen mit 300 Mitarbeitern innerhalb von einer Woche. Oder? Also das ist schon, das ist auch ein Risiko natürlich des Unternehmers, dass er da bewusst eingeht, weil er natürlich Vorteile für sich sieht, aber auch weil es ihm um den Standort geht und um die Optimierung der Produktion, um den Erhalt der Arbeitsplätze. Oder man muss auch sagen, die auch die Produktion, die grundsätzlich angedacht ist, erhält ja auch die Arbeitsplätze in Ungarn und der Slowakei, weil die Nähbetriebe ja davon leben. Also auch unter Huber wäre prinzipiell angedacht, die Töchter. Das kann man jetzt nicht dazu sagen, aber natürlich sind unter Umständen auch die notwendig und leben dann weiter. Wie viele sind das nochmal miteinander Arbeitsplätze, die zwei ausgelagert sind? Weil die sind nicht verkauft, muss man auch definitiv sagen. Und was man auch korrigieren muss, ist, es gibt natürlich keine Pflicht zur Fortführung. Das ist, glaube ich, im Vorarlberger Nachrichten so gestanden. Das gibt es natürlich nicht. Also das ist kein Übernehmer da übernimmt irgendeine Pflicht, das Unternehmen fortzuführen. Das also Sie können es jetzt kaufen und zutun, oder? Sie haben es schon gekauft. Ja. Und können das fortführen, zutun, teilweise fortführen, was auch immer. Aber dann gibt es da noch wirklich gravierendste Unterschiede in den Diktionen, zum Beispiel zwischen Masseverwalter und der Diktion, die wir unter Umständen noch von Huber zu hören bekommen. Nein, es gibt keine Unterschiede in den Diktionen. Weil Sie haben ja ausdrücklich von dieser bestmöglichen Fortführungsperspektive auch gesprochen, die mit diesem Ich gehe davon aus, dass niemand ein Unternehmen kauft, um es zu schließen. Das hätte die auch machen können. Also die Idee muss sein, das Unternehmen fortzuführen, weil sonst, das macht es wirklich niemand, oder? Das wäre der schlimmste Fall, dass sich herausstellt, der auch für den Käufer, dass eine Produktion hier am Standort nicht möglich ist. Das ist aber sicher nicht das, was sich der Käufer wünscht. Und das kann sich theoretisch noch herausstellen? Ja, theoretisch kann sich alles herausstellen, oder? Morgen kann die Welt untergehen, Firmen nicht mehr Produktion fahren. Nein, weil das ist, natürlich kann sich es herausstellen. Ich kann doch niemanden verpflichten, das Unternehmen fortzuführen. Und wenn der drauf kommt, dass das ist nicht möglich ist, weil es am Standort nicht möglich ist, weil die Verträge fehlen, was auch immer, dann wird da auch der schließen. Das ist aber sicher nicht das, was er vorhat. Weil sonst aber das sind Dinge, die er sich ja vorher geprüft hat, bevor er natürlich kauft, hat er das versucht so zu prüfen, dass es funktioniert, aber es kann immer irgendwas passieren und der sagt, nein, jetzt mag ich doch nicht. Man hat natürlich das nicht so abprüfen und absichern können, dass das sicher ist. Das ist eben die Zeit und in der Kürze der Zeit ist es nicht möglich, mit Marks & Spencer Lieferverträge abzuschließen, wenn die 40 Uhr keinen haben. Das geht halt nicht. Gibt es eigentlich ein Rücktrittsrecht auch für so einen Kaufding? Wie ist das? Kann er wieder zu? Nein. Kann er nicht, oder? Alles ausgeschlossen, ja. Aber nicht aus schwerwiegenden Gründen, weil sich irgendetwas ganz anderes ausgestellt ist. Ja, da müssten schon reichlich abstruse Dinge vorgefallen sein. Okay, dann machen wir es jetzt. Was wirklich konkrete Aussagen? Das kann ich alles erzählen. Sie werden das gesamte Unternehmen prüfen und wollen jetzt für sich das Fortführungsszenario, den Umfang und die Möglichkeiten, die wollen Sie jetzt prüfen, wie das aussehen könnte. Und welche Punkte Sie konkret prüfen, ich meine, Sie werden alles prüfen. Oder? Sie werden das Warenlager prüfen, Sie werden die Produktionsabläufe prüfen, Sie werden die Lieferverträge prüfen, Sie werden die Kundenbeziehungen prüfen, die prüfen alles natürlich. Oder? Weil Sie eine möglichst optimale Fortführung wollen, das ist ja auch gewinnorientiertes Unternehmen, die machen das ja nicht aus Jux und Tollerei. Und haben Sie jetzt gemeint, Sie haben das besucht, dass der Termin angesetzt wurde? Oder? Ich bin davon ausgegangen, dass wir etwas mehr Klarheit haben, aber die wollen das natürlich sehr detailliert prüfen. Und darum ist es das Geschütz nicht klar, in welchem Umfang das stattfinden soll. Huber, dabei noch rausschauen. Ein Verlust eventuell? Das kann ich nicht sagen. Fragen Sie mich nicht, was für Huber herausschaut. Huber wird das sagen, wenn Sie geprüft haben, was Sie tun oder aus welchen Gründen Sie das tun. Ich kann nur sagen, wenn ich ein Unternehmen kaufen würde, dann würde ich es kaufen, um es fortzuführen. Ja. Was ist jetzt Ihre Aufgabe? Ist es für Sie erledigt oder wie geht es jetzt für Sie weiter? Meine Aufgabe, ich habe tausende von Aufgaben, ich muss die Eigentumsvorbehalte mit dem Käufer entsprechend abwickeln, muss die Zessionen prüfen,
Ich muss das Verhältnis zu der KG klären. Ich muss die Shops beenden, die bei mir sind. Ich muss natürlich die Mitarbeiterübergabe abwickeln, gemeinsam mit dem Käufer und der Arbeiterkammer. Also viele tausend Kleinigkeiten. Also für mich ist das sicher nur Arbeit von locker einem Jahr.